die schlechtere Wahl. Was gibt er uns denn? Er gibt uns Fischer Goblinscheid. Wer ist er? Oh mein Gott. Was ist denn mit Carsten los? Da scheppert es ja komplett. Ich fass es nicht. Der Gegner hat uns gerade den Kollegen Goblin Giant und den Fischer gegeben. Wir haben gefühlt damit normales Deck. Also natürlich jetzt nicht insgesamt. Aber wir haben erstmal normale Karten dabei. Und jetzt Lightning der Gegner. Und das, meine lieben Freunde, ist unfassbar gut für uns. Denn wir können jetzt einfach hier den Fischer reinspielen. Den Golem damit ranziehen. Und damit nicht nur den King Tower aktivieren, sondern den Golem auch völlig schmelzen lassen. Heißt, Situation unendlich geil für den Spin. Und der Gegner, der guckt gerade ganz massiv in die Röhre. Es sieht super gut für uns aus. Spielen hier einmal die Skelette rein. Jetzt müssen wir uns einmal ganz kurz anschauen, was der Gegner sich hier vorgestellt hat. Banditin kommt rein. Spielen wir einmal den elektronischen Geist. Der ist doch super. Und ihr seht, die Defense sitzt schon mal. Jetzt ist die Frage, hat der Gegner einen kleinen Zauber? Wenn ja, was hat er dabei? Weil wir können gleich die Skelette... Okay, wir bringen die Skelette rein. Skelette kommen rein. Und Skelette scheppern. Meine lieben Freunde, bei Philips geht's gar nicht gut, Philips. Ich habe einen Rasierer von Philips. An der Stelle keine Werbung. Ich glaube aber, du wirst hier gerade rasiert, Kollege Schnürschuh. Und jetzt schaut echt euch an, die Evo-Skelette. Philips, wo ist der... Ach, er ist gar nicht Philips. Er ist Philips. Ja, ist ja auch egal. Das Game ist durch. Kollege Philips hat hier nichts zu melden. Kein Wort. Silence, please.